Ja, hallo Leute, herzlich willkommen bei Let's Play FIFA 13 Manager Modus. Ja, wir machen jetzt einen Manager Modus dazu noch. Und hier machen wir jetzt nochmal, wir haben im, schon versprochen, also wir machen Manager Modus in der zweiten Bundesliga mit dem ersten FC Köln. Nicht, dass ihr jetzt denkt, dass ich Köln-Fan bin. Nein, um Himmels Willen, tut mir echt leid an alle Köln-Fans, ich bin kein Köln-Fan. Aber jetzt hier nochmal unsere Formation und Aufstellung. Wir haben dann nochmal geguckt, wen nehmen wir jetzt, Kessler oder den anderen. Da haben wir uns aber nicht für Kessler entschieden. Und dann haben wir hier nochmal die Liga. Wir müssen versuchen aufzusteigen. Wir müssen in die Runde der letzten 32 kommen. Das könnten wir noch schaffen. Und der Transfermarkt ist jetzt geöffnet. Ja. Und dann machen wir einfach mal weiter. Und jetzt gucken wir nochmal nach einem Mittelfeldspieler. Wir wollten uns Max Meyer holen. Aber der wollte von Schalke einfach nicht weg, weil er da einfach noch nicht lange genug war. Da habe ich mir nochmal überlegt, Klingburg oder Max Meyer. Ich habe dann doch Max Meyer genommen, weil, mal ganz ehrlich, er ist 16 Jahre alt und kriegt nach zwei Spielen sowieso die 60 voll. Und da habe ich eine Anfrage an Max Meyer gemacht und dann noch eine Transferanfrage und da versuche ich es, glaube ich, mit 400.000. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, 400.000 habe ich angeboten. Boah, aber das Endergebnis heißt halt, dass er nicht kommt. Das habe ich auch noch dazu. Hier habe ich nochmal die Sachen. Vier schwacher Fuß, da habe ich nochmal verglichen. Und drei Sterne Skills. Darauf spiele ich ja momentan am meisten, auf Skills. Ich weiß einfach nicht. Ich mache das einfach öfters mal gerne. Und dann geht's auch weiter. Und hier kriegen wir nochmal die Absage von Max Meyer. Der FC Schalke 04 möchte einfach nicht, dass er weggeht, weil er noch nicht lange genug im Verein ist. Okay, weiter, weiter. Okay. Ja, und dann weiß ich gar nicht, was passiert als nächstes. Ja, also kann ich schon mal erklären, ich habe mir extra noch hierfür einen neuen, wie heißt das, Xbox Live Account gemacht, und zwar Pazzi zockt. Wir sind ja eine YouTube Gruppe aus drei verschiedenen YouTube Kanälen. Erstmal aus Pazzi zockt, das bin ich, dann der Flo, das ist der Florian, und dann noch der René XLP, das ist der René, wie man den Namen schon sagt. Und da haben wir nochmal ein neues Angebot gemacht, und deswegen habe ich, und da bin ich jetzt noch nicht sehr hoch auf Level. Da bin ich gerade Level 10 mit meinem anderen Account. Da bin ich, glaube ich, auf Level 43, 44, glaube ich, kann sein. Bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Na, auf jeden Fall habe ich das eigentlich übersprungen. Nein, wir hier die Aussage, dass wir Nationaltrainer werden können. Das ist in FIFA 13 so, ist, dass man Nationaltrainer werden kann. Und dann haben wir wieder die nächste Absage von Max Meyer bekommen. Und diesmal wollte ich einfach kein Risiko eingeben. Hab 600 probiert. Und mal sehen, vielleicht nimmt er das ja an. Nein, hat er nicht. Ja, dann kann es auch weitergehen. Na komm, weiter, weiter. Das wollen wir jetzt nicht mehr nochmal sehen. Okay, und dann geht's weiter. So, und hier wieder die Absage von Max Meyer. Diesmal war es mir einfach zu viel. Deswegen habe ich einfach aufgegeben. Und dann suche ich nach dem nächsten Spieler. Und der nächste Spieler, das wird jetzt aus der zweiten Bundesliga, aus Braunschweig. Ihr könnt ja schon mal raten, wer es ist. Es ist, er kommt gleich. Er kommt gleich. Er kommt gleich. Er kommt gleich. Hallo? Edwini Bonzu. Es ist Wendy Edwini Bonzu. Der 22 Jahre alte Stürmer aus Braunschweig. Da machen wir erstmal eine Anfrage und dann ein Kaufangebot. Wir haben, glaube ich, gemacht, habe ich 375.000, meine ich. Ne, 350.000. Und damit habe ich gedacht, dass es auch reicht, aber ich weiß es jetzt gar nicht. Hat es gereicht? Egal. Auf jeden Fall hat der kleine Junge 4 Sterne Skills und darauf gucke ich ja momentan am meisten. Und dann geht es auch ins erste Spiel. Und zwar gegen Lumben, der ist FC Köln. Da habe ich nochmal geguckt, welche Trikots ich nehmen soll. Dann wurden mir aber geraten, ich soll Heimtrikots nehmen. Ja,
ist dann herausgestellt, die Auswärtstrikots von den Gegnern sind auch weiß. Deswegen haben die Gegner jetzt auch die Heimtrikots ausgewählt. Ja, und wir spielen auf Profi 6 Minuten und es ist heiter. Ja, weiter. Hallo. Ja, und dann ist es im Spiel. Meine Güte. Ich muss mir nochmal was überlegen mit dem Schneiden. Und hier der erste FC Köln. Unsere Aufstellung. Hier mit Horn im Tor haben wir uns doch noch entschieden, den Horn reinzupacken. Habe ich aber auch schon am Anfang gesagt. Wir spielen mit 4-4-2 und zwar mit breiter Raute. Hier die Ausstellung von den Gegnern, die kann ich jetzt nicht alle vorlesen. Das ist manche unaussprechbar. Und die Gegner spielen in 4-4-1-1. Müsste eigentlich gewesen sein. Ich habe jetzt nicht oben rechts geguckt, ich habe einfach nur geraten. Ja, und da ist nochmal unser Torwart. Der Ball. Und dann geht's los. Zap. Und die erste Aktion für die Gegner mit Malkovic. Der flankt, aber der kommt nicht an jetzt. Pawlowski. Und der bringt jetzt die Flanke. Und da steht Bilek gehalten. Bilek. Ja, Bilek. Und jetzt Pawlowski. Und da stolpern sie über sich selber. Und dann kommt er zum Schuss. Und dann machen wir. Da war's das Eigentor. Und aus der Ecke wurde anscheinend nichts. Und dann kommen wir jetzt mit Bröcker. Bröcker zieht ab. Jajalo zieht ab. Und jetzt Schihi. Aber am Tor vorbei. Ja, hier sehen wir noch eine Wiederholung. Der Schuss von Schihi. Nicht gut getroffen, deswegen auch nichts. Jetzt Uja. Und jetzt auf Bröcker auf. Uja. Und der zieht ab. Und das ist das Tor. 1:0 für den ersten FC Köln. Macht er nochmal die Raule, ich weiß nicht, wie man das nennt, wenn er so den Arm so. Auf jeden Fall war das 1:0 in der 20. Minute. Jetzt sind wir in der 26. Minute und jetzt hier Papadopoulos. Papadopoulos zieht ab, aber am Tor vorbei. Und jetzt hier wieder mit Clemens auf Jajalo. Und der zieht einfach mal ab und dann ist das Ding auch im Tor. 32. Minute 2:0 für den ersten FC Köln. Und er macht den gleichen Armschwenkler wie dann auch der erste Torschütze. Und zwar der Uja. Und dann kriegen die Gegner einen Freistoß, da läuft er drüber und zieht ab und meine Güte, war das knapp. Jetzt gucken wir uns nochmal die Wiederholung vom Freistoß an und da geht er, stolpert er ganz clever über den Ball und dann zieht er den ab und der war ziemlich knapp übers Tor. Und jetzt Bröker läuft und der zieht ab, gehalten und da Bröker nochmal und dann ist das 3:0. Bröker in der 45. Minute. Und dann will der Jubel einfach nicht aufhören. Und dann sehen wir uns das nochmal an. Nein, tun wir nicht. Und jetzt sind wir in der zweiten Halbzeit, 75. Minute. So lange hat es gedauert, bis die nächste Aktion kommt. Und dann der Schuss von Abwo. Und hier der Abstoß von uns. Der war ziemlich mies gelaufen. Und dann der Schuss und an die Latte und geklärt. Wow. Und jetzt Brico Brücker. Oh, knapp am Tor vorbei und das gibt Ecke. Clemens legt sich den Ball. Oh, da wurde anscheinend nichts. Und Lehmann zieht nochmal ab und dann über am Tor vorbei. Dann ist das Spiel zu Ende. Wir gewinnen mit 3:0 im ersten Testspiel gegen Lubin. Oder Lubin? Egal. Jetzt sind wir im zweiten Spiel gegen. Was? Krylia Sovetov. Okay. Spielstart. Und hier ist das Wappen von den Gegnern, das, was ich auch nicht irgendwie definieren kann. Sie spielen 4-4-1-1 und das habe ich außerdem weggedrückt. Und dann ist er erste Aktion in der dritten Minute sofort. Clemens zieht ab, knapp am Tor abgefälscht. Brücker jetzt in der Clemens, und dann das ist das 1:0. Nein, es ist nicht das 1:0. Es ist abseits gewesen. Hier, das war noch kein Abseits und dann kommt er hier durch, hier und dann so. Und dann war das Abseits-Tor. So, und dann in der 13. Minute kommen wir hier mit Brücker. Der macht den Antäuscher und dann zieht er ab und dann hält der Torwart den sicher. Und dann jetzt auf Jajalo. Der fällt hin und das war doch ein klarer Elfmeter. Komm, das muss man einfach einsehen. Das war ein Elfmeter. Und jetzt
Ich kann die Gegner kaum aussprechen. Auf jeden Fall treffen sie den Pfosten und das war auch Abseits. Das Spiel war voller Abseits. Und ich meine, wir hatten am Ende auch nochmal einen Abseits. Ich kann aber mit allem Gottes Willen, ich kann die Namen von den Gegnern einfach nicht aussprechen. Tut mir echt leid. Jetzt Uja. Uja läuft jetzt. Zieht ab und der Torwart pariert schon wieder den Ball. Und die Ecke danach von Clemens kommt rein und dann steht da Bröcker. Mit dem Knopf, ja. Er hat Knöpfe an seinem Trikot. Nein, mit dem Kopf knapp am Tor vorbei. Jetzt Maximov. Maximov auf Elesif. Und das gibt Elfmeter. Das Foul an Maximov. Und jetzt Cornivello. Und der Elfmeter. Und den halten wir. Und dann kommt der Nachschuss. Der geht dann locker ins Tor. Konilenko mit dem 1 zu 0 in der 45. Minute. Schade gelaufen, aber egal. Und dann sind wir schon in der zweiten Halbzeit. 50. Minute jetzt. Tor von Clemens. 1 zu 1. Ich bin jetzt gerade nicht dazu gekommen, Clemens zu sagen. Clemens zieht ab und alles und so. Ihr wisst schon, ziemlich hektisch hier alles. Ich muss das mit dem Schneiden noch ein bisschen lernen. Das ist das zweite Mal, dass ich was schneide und ich finde, ich mache das gar nicht so schlecht. Aber jetzt Lehmann hier macht das schön. Kommt da schön am Spieler vorbei, zieht ab, Pfosten und dann Bröcker, Tor! Nein, Abseits! Schon wieder Abseits, das dritte Mal Abseits in diesem Spiel. Und ja, da habe ich mich schön aufgeregt, als ich habe mich da nämlich ziemlich gefreut, als ich das Tor geschossen habe. Und dann war das Abseits, ich habe mich aufgeregt. Okay, und dann Abstoß, was? What? Jetzt Lehmann auf Jajalo. Jajalo, jetzt passt hier auf. Schihi, aber das war ein Foulspiel und da kriegen wir einen Freistoß. Gelbe Karte für Telles. Da wird gewechselt und dann der Freistoß von Clemens. Da wusste ich nicht, ob wir einen guten Freistoßschützen haben, aber da haben wir Lehmann und der wird den auch noch schießen. Und wird da was rauskommen? Wird da was rauskommen? Und nein, es war nur Mist. Der Freistoß war schlecht, aber jetzt Jajalo. Jajalo auf Uja. Auf Bröcker. Bröcker zieht ab und Tor! 2 zu 1, Bröcker! Wovon ich den Vornamen nicht weiß. Egal, 1, 2 zu 1 aus einer 1 zu 0 Niederlage. Gegen einen Verein, den ich nicht kenne. Egal, und jetzt kommt nochmal die Flanke und der Kopfball am Tor vorbei. Und jetzt sind wir in der 78. Minute, 79. Minute und der Antäuscher. Und da bin ich jetzt ein bisschen im Hinterhalt und da läuft er gut durch, da läuft er gut durch. Noch ein Antäuscher, Schuss gehalten und nochmal Schuss und am Tor vor. Und er wäre ja noch ins Seitenhaus gerollt. Und jetzt ist das Spiel auch zu Ende. Ja, und dann haben wir hier das akzeptierte Angebot von Randy Edwini Bonsu. Wir haben ihn bekommen und deswegen akzeptieren wir den jetzt auch noch mal ganz kurz. So, dann haben wir ihn rein und dass wir den in die Aufstellung gepackt haben, ist ja natürlich klar, habe ich aber noch nicht reingestellt. Das habe ich nicht reingeschnitten. Rausgegangen ist dafür Uja, weil der Krämer ja in letzter Zeit gute Sachen geleistet hat. Und jetzt Profi, 6 Minuten, heiter, das Spiel beginnt. Jetzt. Gegen den Na. Ich habe den Namen der Mannschaft jetzt nicht wirklich mitbekommen. Wir spielen gegen. Na, auf jeden Fall hier nochmal. Edwini Bonsu jetzt im Spiel für Uja. Wir spielen 4-1-2-1-2. Und unsere Gegner, der Elche CF, spielen 1 in 4-4-1-1. Nochmal gerettet. Und hier sieht man die Ausstellung der Gegner. Und dann wollen wir auch mal ins Spiel. Hier nochmal der Horn. So, hallo, hallo. Winkt da nochmal dem Schiri zu. Und der Ball, der Bundesliga-Ball. Und dann ist jetzt Spielbeginn. Und hier sofort in der 25. Minute erst die erste Chance für uns hier. Und dann kommt da der Kopfball leider nicht gut. Aber hier ist dann Lehmann. Lehmann zieht dann ab und dann hält der Torwart. Super. Und dann die nachfolgende Ecke von Clemens kommt hier rein. Da steht Maho und dann ist das das 1 zu 0 in der 28. Minute. Maro. Ich weiß nicht, ob man den ausspricht, aber ich glaube, man spricht ihn einfach nur Maro aus.
Auf jeden Fall ist das 1:0 in der 28. Minute und jetzt sind wir auch in der 30. Minute. Fiedel mit der Flanke und dann das Kopf, der Kopfball an den Pfosten und dann der Schuss von Corominas. 1:1 in der 32. Minute und dann haben wir jetzt nochmal einen Freistoß. Kann ich mich nicht entscheiden, wer ihn schießen soll. Ich habe einen nach einem Linksfuß gesucht, habe ich aber nicht gefunden. Aber dann, glaube ich, habe ich mich doch entschieden, dass Clemens den Freistoß schießt. Ja, Clemens schießt den Freistoß und dann kommt er jetzt aufs Tor und dann, boah, super gehalten hier vom Keeper und jetzt Clemens mit der Flanke, Shihi, Kopfball und Tor, 2:1, Shihi, wieder der zweite Eckball und das zweite Kopfballtor für uns und jetzt Bröcker hier auf Clemens, Clemens zieht ab und Tor, 3:1, Christian Clemens. Hier sehen wir uns das nochmal an. Nein, tun wir nicht. Hier und jetzt sind wir in der nächsten Auktion. Hier Edwin Nibonzi und da versuche ich mal ein bisschen zu tricksen mit dem. Und hier mit dem Berberspin. Dann läuft er hier, läuft er weiter. Verliert den Ball. Nein, bekommt ihn wieder. Und dann mit dem Fernschuss. Aber in die Arme vom Torwart. Und jetzt sind wir in der 90. Minute. Ziemlich schnell ging das jetzt. Und der Schuss gehalten. Und dann gibt es nochmal die Ecke für die Gegner. Und Fiedel bringt die Ecke rein. Und der Kopfball, nein. Und dann wird der Ball rausgeschlagen. Können wir nochmal einen Konter hoffen? Der Torwart, der war nämlich mit vorne. Und hier, komm schon. Und jetzt Edwin Nibonzo, kriegt er den Ball noch? Kriegt er den Ball noch? Nein, kriegt er nicht. Und dann ist das Spiel auch zu Ende. Wir gewinnen das Spiel mit, vergessen, 3:1. Durch alle drei Tore in der ersten Halbzeit. Und dann würde ich auch mal sagen, das war's für die Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ciao.